Gut, super. Herzlich willkommen in Fort Joli. Das letzte Mal haben wir uns im Finale gesehen. Und da ist schon was einiges gegangen über die Zeit. Finale war Tessen im Februar. In der Zwischenzeit hatten wir noch einiges zu tun. Wir waren mit der Schweizer Nazi in Vicenza. Das ist in Italien. Für ein Trainingswochenende mit Zeitmessungen. Ein Wochenende Ballen für die Jungs. Ein bisschen mit den Teamkameraden aus dem Nationalteam konnten sie fahren. Ein bisschen schauen, ey, wie läuft das Ganze. Vergleichen, ein bisschen was testen. Dort hat man schon das erste Mal geschaut, dass man ein bisschen auf Speed kommt. Und dann war ich ein paar Tage in Chur. Am Trainieren auf dem Downhill-Bike oder auf dem Rennrad, wenn es schön Wetter war. War leider nicht so oft der Fall. Und ja, dann hatten wir noch mit der Nationalmannschaft einen Leistungstest in Macklingen. Das Ziel von heute ist, dass wir den Leistungstest, den wir im Herbst gemacht haben, wiederholen und so einen Vergleich machen können, auch wie das Training dann über den Winter war. Und einfach, dass sie eine Standortbestimmung haben für vor der Saison, wo sie stehen, physisch und auch mit den Tests, die wir hier gemacht haben. Und vom Lino und von Mike erwarte ich genau das, dass sie ja, ihr Potenzial können abrufen können und dann die Schweiz so vertreten können. Ein bisschen dort, ein bisschen da, ein bisschen das. Haben wir ein bisschen Liegestütze gemacht. Mit den Händen an, müssen pumpen, Bizeps, aber nur Bizeps, Trizeps. Nichts pumpen, nur Bizeps von Grossi. ja. Gut, Konzentration. Jetzt sind wir Anfang Mai, circa einen Monat vor dem ersten Weltcup, Lenzerheide. BDS British Downhill Series werden wir dieses Wochenende fahren. Sind aber schon ein bisschen früher hochgekommen. Mikrofon, Lautsprecher. Go, go! Juhu! Und das, als wir in Edinburgh gelandet sind, holten uns Christoph und Romeo ab am Flughafen. Und vom Flughafen Edinburgh fahren wir dann alle zusammen nach Fort William. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, gut gefahren. Ich hab schon etwas gegangen. Müsli. Christopher. Und, warte, jetzt müssen wir wieder. Ich bin da, warte. Nein. Ihr habt vielleicht schon von mir gehört, aber nie ein Gesicht dazu gesehen. Hier bin ich. Ich werde diese Saison einfach, ziemlich einfach, aber auch nicht einfach, dazu schauen, dass es allen gut geht, dass alle immer happy sind, jeden Tag gute Laune haben und vor allem, dass die Jungs, unsere zwei Jungs, Mike und Lino, mit viel Freude und viel Enthusiasmus diese Saison fahren können. Dienstag waren wir in Fort William, in der Nevis Range, am Trainieren. Ja, der Track ist mega cool. Also ich habe schon auf den Videos und endliche GoPro POVs geschaut, aber wenn du dann selber diesen bekannten Track fährst, ist es doch noch ein ganz anderes Gefühl und mega cool. Der Track ist ganz anders wie gewohnt, also in der Schweiz oder auch sonst, was ich gefahren bin bis jetzt, hatte ich noch nie so einen Track, aber es gefällt mir sehr. Das Ziel von dem Tag war es eigentlich einfach, sich ein bisschen an das Layout und an den Untergrund von der Strecke zu gewöhnen, wieder auf dem Bike wohlzufühlen. Und ja, das war auch der Fall, also es war sehr gut. Was für Fahrrad sauber! Wir haben neue Rahmen am Start. Darum baue ich gerade das Bike um. Ein Bike ist schon komplett umgebaut, mit dem waren wir schon unterwegs. Das zweite kommt heute dran und mit dem werden wir dann morgen unterwegs sein. Das Coole bei uns ist natürlich, da wir die Rahmen selber produzieren und selber entwickeln,
sind dort die Kommunikationswege relativ kurz. Am Mittwoch waren wir noch in Glencoe Tag fahren, war auch gut. Die Strecke war ein bisschen anders wie hier in Nevis Range, war aber auch gut. Also die Einheimischen hier sagen, das ist der toughste Track in ganz Großbritannien. Und so hat es sich auch angefühlt, also er ist wirklich sehr tough. Dann sind wir noch auf den neuen Rahmen gewechselt. Da werde ich nicht so viel darüber sagen, weil ich erst 4 Fahrten darauf habe. Aber ihr werdet schon noch erfahren, was mit dem wieder ist, dies, das, tralala. Da es heute extrem gewindet hat, lief die Gondel nicht. Ich habe die Gondel kurz aufgemacht. Es gab so einen Slot, 2 Uhr bis 2:15, irgendwie sowas. Lief die Gondel, haben wir leider verpasst. Also sind wir eigentlich von unten die Strecke hochgelaufen bis zum Deergate. Weil von dort aus haben wir verschiedene Varianten, wo die Strecke durchgehen kann. Schon big. Es war mal wieder mega cool. Zwischen den Tapes zu sein, das ist ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du einfach normal am Fahren bist oder normal irgendwo im Bikepark eine Sektion anschauen bist. Und ja, es war mega cool. Track sieht sehr geil aus. Ich freue mich mega, morgen zu fahren. Track sieht sehr schnell aus, was mir liegt und was mir auch gefällt. Und ja, mal schauen. Das war mein erster Trackwalk, wo recht gut war. Wird sicher schnell. Morgen ist dann Training und Quali und das Ganze wird, ja, ich denke, die Jungs sind gut drauf. Ich denke nicht nur, ich weiß es, sie sind sehr gut drauf. Und wir werden morgen einen schönen Tag haben, interessanten Tag. Und dann sehen wir weiter, wie es dann am Sonntag verläuft. Wie geht's heute um deinen Rahmen? Mike wird morgen das erste Mal mit meinem Rahmen unterwegs sein. Lino der zweite Tag. Mit Lino wird sicherlich noch ein bisschen interessant mit dem Reach. Der neue Rahmen ist ein bisschen länger. Wir sind hier zum Testen und nicht wirklich zum Resultat abliefern. Aber es sind alles Rennfahrer, also Lino und Mike. Somit kann man von beiden nicht erwarten, dass sie nicht performen wollen, was hier natürlich auch schön ist. Alle Mann! Ja, heute war der zweite Tag auf dem neuen Bike. Es war sehr gut, meine Training Runs waren sehr gut. Sehr smooth, hatte eigentlich immer sehr gute Lines. Für den Rennlauf habe ich einfach versucht, einen möglichst smoothen Lauf zu machen. Nichts Spezielles, also nicht ultra fest pushen, einfach runterfahren. Unsere Zeit in Fort William ist vorbei. Wir haben das Rennen heute BDS abgeschlossen. Allen in allem. Eigentlich zufrieden. Resultat war sekundär. Es war mehr, sich an das Bike zu gewöhnen, Sachen zu testen. Ich glaube, da haben wir gute Dinge rausfinden können. Alle Mann! Ich hatte einen ziemlichen Flow von oben bis unten. Und als ich dann ins Ziel kam und sah, dass ich auf dem ersten Platz bin und nicht mehr so viele Starter nach mir kamen, war ich super happy, weil ich wusste, das war ein sehr guter Lauf, den ich weiter nach vorne bringen kann. Und dann, als ich sah, dass keiner schneller war als ich, bis auf den letzten Fahrer, war ich super glücklich. Beim ersten Juniorenrennen, es war eigentlich ein Testrennen und noch nicht eigentlich Vollgas. Also natürlich möchte ich gut liefern, aber es war noch nicht 100%. Ich glaube, das ist so, jetzt wisst ihr, was wir machen, wenn wir testen, wenn wir uns vorbereiten für die Saison. Aber wir sind eigentlich noch gar kein richtiges Rennen gefahren, weil die Weltcup-Saison für das, was Gamox Factory Racing lebt,
die startet erst im Juni in Lenzerheide. Was extrem geil ist, mit einem Heimweltcup, also mit dem Home Race zu starten. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei, wenn es in der Lenzerheide in die Weltcup-Saison geht und wir mit zwei Schweizer Fahrern, einem kompletten Schweizer Team, einem neuen Rad zu Hause am Start sein werden. Tschüss, bis bald.